willkommen hier zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir und Dino. Hi Leute, grüßt euch. Und Klicky. Hallo. Und Arctic. Hallo. 326.000 hier in unser Konto. 326.000. Ah, du hast gerade abgekippt. Ja, Wahnsinn, na, da zahlt gleich zurück den Scheiß, dass wir da Überblick haben, was wir insgesamt haben. Und zahl am besten den Standardkredit auch mit direkt ab, ne? Ist da, haben wir da auch einen? Ja, 50.000 als Standard bei einem. Ja, ne, den können wir ja gleich mit abbezahlen. Kann ich auch nicht über die Bank auf Hakenstedt, meines Erachtens. Nach. Doch, kannst du auch, da hast du auch Leihen und zurückzahlen. Ja. Ehrlich? Cool. Ja. Dickes Leck. Ja. So. Da war jetzt schon ein paar Mal zwischendurch. Ja. Ja, aber den Like speichern, oder? So, keine Ahnung. So, ja, einmal bitte ausleeren, Arctic. Achso, warte, ich mache ja den Pubel noch weg. So, wir sind kreditfrei. Haben jetzt noch 146.000 auf dem Konto. Wir sind schuldenfrei, meinst du? Hab ich gesagt. Was haben wir da jetzt? Kreditfrei. Ist das nicht das Gleiche? Na, weiß ich nicht. Ja, wir sind auf jeden Fall schuldenfrei. Ja. So, okay, super. Dann fahren wir zum Weizenfeld und dann können wir mal tauschen. Wer auch immer mit mir tauschen möchte. Ja, ich tausche mit dir. Ich muss auch schon mal dazu kommen. So. Und jetzt auf die 14 oder was? Ja, also da Weizen, da werden wir auf jeden Fall eine straffe, da werden die Abfahrer eine straffe Nummer die ziehen müssen. Ja. Wobei, also da heißt es wirklich wie viel kostet eigentlich ein Drescher? Für den wir jetzt haben, mit allen drum und dran, kriegst du dann für 300.000 fertig. Ja, aber nicht noch so ein Drescher, wenn dann in den ganz großen. Ja, da gleich müssen wir dann 400.000 öffentlich legen. Weil ich hätte nämlich noch 25.000 drin, mal 2.700, da kommt noch ein bisschen was zusammen. Was denn hier? Da wollen wir gleich die großen Drescher holen, weil dann brauchen wir die nicht erst voll machen, ja. Na, da haben wir das Geld nicht. Ja, wir haben das Geld nur für, wenn wir die beiden verkaufen. Da fehlen dicke noch 200, 250.000 für zwei Stück. Wenn wir jetzt drei große haben wollen, brauchen wir 800.000. Nein, zwei große 800.000. Ja. So, und wenn wir die jetzt verkaufen, kriegt man, was kosten die? 300. Wenn wir sie verkaufen, kriegt man 150 bis 20%. Sind, warte mal, 150 sind 20, sind 30, sind 180.000. Pro Drescher sind 360. Und das Geld, was wir drauf haben, naja, da fehlen 200.000, fehlen definitiv. Oh, ich hab schon wieder 30% drin. Alter, ja. Was geht denn hier? Ja, Weizen hat halt den höchsten Ertrag, ne? Könnte ja gleich zur Brauerei fahren, das ist nicht. Lack me, Mama Mio, du. Alter Verwalter. Ja, stimmt. Ja. Dann fahren wir zur Brauerei, das ist echt nicht so weit weg. Ich muss jetzt noch einmal zur Ölmühle. So, ne, ich warte noch, bis der Randy wieder da ist und dann tun wir mal umswitchen. Ich habe auch schon 50%. Auf der eigenen Fahrspur bleiben, ist nicht so dein Ding, Randy, ne? Doch, ich wollte bloß testen, wer zuerst ausweicht von uns. Du oder ich. Angsthase spielen, geil. Wollen wir im realen Leben nicht machen. Nee, gar nicht. Ja. Warum? Ist nicht zu empfehlen. Weil es doof, wenn beide in dieselbe Richtung ausweichen. Oder keiner. Also das sind zu viele Komponenten, die schief gehen können. Das ist außer dem verstößt mindestens einer gegen das Rechtsfahrgebot. Ja. So, ich muss mir hier nochmal kurz noch eine Notiz machen. Weil ich habe im letzten Part leider gerade gesehen, wo du anmoderiert hast, musste ich schnell zweimal die Aufnahmetaste drücken, weil die Aufnahme noch lief. Ja, dann muss ich mal den Schluss noch wegschneiden. Also Feld 20 sagen wir nämlich sind immer sehr böse Sachen und so. 25 Hektar. Nee, aber ich sag mal, wir müssen dann nochmal da eine Minute ganz kurz normal unterhalten, das interessiert ja kein Schwein. So, Dino? Ja? Feld 20 sind 25 Hektar. Ja. Ach, 25 Hektar, leckt mich am Arsch. 25 Hektar. Aber seid ihr jetzt? Seid ihr noch auf den Ehenfeld oder seid ihr schon mal noch? Wir sind schon Weizen, wir sind schon voll. Davor, rechts rum und dann passt das. Davor, rechts rum und dann passt das. Oh ja, ich sehe es hier. Ich sehe hier einen Anfang. Wollen wir mit unseren roten Raketen 14, ein bisschen, ne, aneinander reiben? Ihr seid jetzt auf der 14, ne? Warte. Ich fahr noch ein Stück ran. Kannst du ein bisschen schwängeln? Komm, wir reiben unsere roten Raketen ein bisschen aneinander. Eieieiei.
dass nur ein Glück, dass Jean nicht irgendwo in der Nähe ist. Oder ich muss, wir müssen ein bisschen vorfahren, ich, bei mir reibt es zu wenig. Boah. Ich spür gar. Komm, steig aus, du. Oh, ich kipp alles neben den Anhänger. Das ist mir aber peinlich. Tino. Entschuldigung, Tino. Ja? Ja, Jan? Ihr seid jetzt auf der 14, ne? Ja, richtig. Zwischendurch mal reingeworfen, 34,8 Hektar. Ach du Scheiße. Ja, weißt du, was wir da jetzt hier runterholen? Hat er runterholen gesagt? That's what she said. Er hat runterholen gesagt. So. So, wie sieht's denn aus so, was hier? Sagt das Konto? Ich mache immer gleichzeitig noch ein bisschen Strom mit bei, weil wir haben einen Ladewagen, vielleicht können wir da dann mal die schönen Vergiss es. Sehen. Klar. Vergiss es. Kühl. Aber weißt du, weißt du, was das Coole ist? Ja. Renny gibt mir wieder einen Traktor, der schon wieder im roten Bereich ist mit der Tankanzeige. Oh Mann. Ach so, okay. Wieder und sehr, am Hof sehr freundlich. Ja, super. So, warte mal, wo muss ich jetzt überhaupt hinfahren auf der Map? Brauerwärts. Brauerei, wieder da im Dorf, wo wir eben auch schon abgetankt haben. Brauerei. Ja, ich bin ja noch nicht gefahren. 20. Nein, wo wir beim letzten Mal abgetankt haben. 20. Bei Feld 15. Geradeaus runter und dann rechts. Im Dorf. Sein. Mhm. Okay. Da stehen dann auch Schilder für die Leute, die lesen können. Und nicht wissen, wo die Brauerei ist. Ja. Yeah. Und außenfalls soll ich dann mal fahren. Ach, hier ist die Brauerei. Ja. Das ist ja kurzer Weg, so hau mal rein hier. Nee, da ist nicht die Brauerei. Wir sind auf einem komplett anderen Feld. Klick. Ja klar, das ist. Was ist denn das denn hier von der Ableutestelle? Wo ist das die? In dem im Dorf in Diesbau oder was ist das? Das ist die Brauerei. Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Feld. Guck mal, da drüben links, da waren wir, da haben wir abgeerntet. Da nein, war die also Tino ist da im Dorf, das ist bei der Brauerei. Ich bin beim Dorf, wir sind gerade beim ja, Dorf, richtig, Freddy. Aber guck doch mal, wenn wir kommen doch jetzt gleich drüben auf die Straßenseite und auf der anderen Straßenseite, das war doch unser erstes Feld, da war doch direkt die Brauerei dran. Gut, er muss jetzt hier über die Straße, wieder ins Dorf frei, dann rechts, dann ist die Brauerei. Was ist dann hier von der Ableutestelle, die klein neben uns ist? Das geht ne? Auf der Dings, auf der Karte ja, das ist die Brauerei. Das ist die Brauerei. Ja, aber hier links von uns ist nicht. So, ich fahr dann mal hier in die Brauerei. Genau. Links von uns ist links von euch ist die Brauerei. Also ich bin jetzt in Diesbach Soislitz. Genau, und dann biegst du bei der Dings, ich bin voll. Ja, und jetzt Brauerei steht hier vorne rechts abbiegen. Ja, das genau. Stimmt allerdings. Die ist da halt da vorne. Ach so. Aber hier so. Direkt an der Häuser, das ist hier eine Häuserkette, hier ist nicht. Oh. Ja, aber die Brauer... Jemand fuhr in Tempo 30 Bereich im 17 km/h zu schnell. Keine Ahnung. Ja. Ja, so kann man natürlich die großen Drescher vergessen. Ja. Oh, jetzt heu rum wegen 300 Strafe hier. Toll, können wir vergessen. Scheiße hier. Und jetzt... Kaufst du jetzt einen kleinsten Traktor? Klick hat das Spiel verlassen. Kein Bock mit da euch hier. Kann man nicht mehr zu schnell fahren. Ich kein Bock mit euch zu spielen, das kotzt mich alles an, ey. Geht mir auf den Sack, du, ja. Kackmist, ey. Immer schön so. Motzen. Ist doch wahr! Die Scheiße hier! Was ist denn das dann hier von der Ableutestelle? Also, ich weiß es auch nicht. Mutter, wie oft denn noch? Da ist keine. Ja, aber guck doch mal aufs PDA, da steht ganz groß, dass du da. Mein Traktor ist außer Kontrolle. Ja, das ist doch hier die Brauerei. Klar ist das die. Bin ich jetzt ja, falsch gefahren? Aber mach doch mal das PDA zu und guck doch mal in die freie Welt hinaus. Da wo wir jetzt dran vorbeigefahren sind, das sind Häuserketten. Willst du da in der Stube das Rohr ausfahren, ins Weizenreich schütten oder was? Ich fahr mein Rohr immer mal im Wohnzimmer aus. Jetzt hab dich mal nicht so. Aber wie nur viel wenn Kohle? Sind. Ja, wie viel Kohle? Ach nö, ich bin da nicht so. Die nicht Nachbarn so. Sollen ruhig wissen, wer neben ihm wohnt. Die sollen ruhig Angst um ihre Frauen haben. Wo sind denn die Abfahrer, sag mal? Ja, hallo. Ich bin gerade angekommen. Wo ist denn der Klicki? Fällt weiter gerade, also immer umdrehen und dann genau. Ja, ich fahr durch die andere, ist mir jetzt auch egal, wir haben so viel davon so. Weil Klick wartet. Du musst Klick, nur, ich hab da so eine Spur aus Stroh gelegt. Sag mal, Klick, hast du Mais gegessen? Du hast ja so eine gelbe Kackespur gezogen hinter deinem Dreck. Ja. Habt ihr schon mal einen Salamander? Mander? Habt ihr schon mal, wie anderes Wort für Kacken? Jetzt habe ich es eh schon gesagt. Habt ihr schon mal einen Salamander gekackt? Müsst ihr mal Mais essen.
Kaxen Salamand, naja, ist egal. Doch, mir jetzt auf Anhieb erstmal nix. So, okay. Ist ja aber auf jeden Fall primitiver als Obama ins Weiße Haus setzen. Wie? Obama ins Weiße Haus boxen? Ja. Ja, komm vor raus, Randy. So, ey, außerdem, ich habe Arbeitssachen an, weil ich hier im Umbau bin. Das heißt, ich komme ja immer nur von der Baustelle fix nach Hause und nehme hier mit den Jungs auf und dann gehe ich wieder auf Baustelle. Ey, und wenn ich meine Arbeitsklamotten habe, da habe ich immer einen Assi-Slang drauf, weißt du? So Bier in der Hand, Kippe in der Hand und so, hey, Arschloch, hier, gib mal Stromkabel. mach mal hier, gib mal Hammer, ey. Oder was weiß ich, was habe ich es meint? Baustelle halt, Assi, ne? Ist mal Baustelle Assi? Ne, ja. Was sie wenigstens wissen, Jean hatte Hosen an. Also trägst du immer schön deinen Bauarbeiterhelm? Mein Bauarbeiterhelm? Na klar, yeah. Alter, hallo? So, Jean hatte Hosen an, ja? Ja. Wie kommst du da drauf? Dass Jean die Hosen an hat, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Intuition. Intuition. Was? Tina hat der Hosen an. Wenn ich mich über Tina beschweren will, ich gehe gleich zur Jean. Jean! Komm mal! Die ärgern mich im Internet! Cyberwobbing! Ach ja. Ah ja, da ist es schon wieder die rote Rakete. Aber Klicki, hat mir vorhin, hat dir das nicht gefallen? Ich fand das schon nicht schlecht, ne? Der kurze Moment, wo wir privat waren, ja. Ja. So mal unter uns, ne? Oh, ich bleib stehen. Ach so. Hab gedacht, du willst ja. Aber da, du willst ja eine Spur ziehen. Viel dürfte auch nicht mehr sein, ne? Was hier reingeht, 22% noch. Ich bin noch nicht halb voll, also Randy könnte noch ein bisschen hier. Lass mich erstmal wieder einen Löffel. Ja, ich fahre jetzt gleich weg, dass wir da so wieder diesen Wechsel reinkriegen. Weil sonst ist scheiße. Wie viel hast du jetzt der Arctic? Halb voll oder was? Ja, 48%. Also Randy kann jetzt eben so ein gut bei mir rein. Dann lade ich hier noch ein bisschen was ein und dann fahre ich gleich mal los. Dass wir da wieder, quasi wenn ich da bin, du wegfährst und umgedreht. Nur jetzt bin ich natürlich auf dem hinteren Anhänger und das ist natürlich alle kompliziert, das so genau zu manövrieren. Du machst das schon. Haben wir echt kurze Abfahrwege jetzt hier mal. Ich habe früher immer mit dem Ketka mit zwei Anhängern gefahren, das kann ich jetzt auch im Spiel. Okay. Nee, das ist doch. So. Boah, ey, Mensch, diese Steuerung, die nervt aber manchmal auch so ab. Ich muss hier Innenansicht fahren, sonst bin ich hier, weiß ich nicht, kriege ich das nicht so hin. Ich überlege noch gerade, bin ich jetzt gerade hier richtig? Ach du Scheiße, den ganzen Weg zurückfahren, boah. So, und wo kann ich jetzt hier tanken gehen? Ich glaube, Gartencenter ist, glaube ich, noch was. Auf dem Hof müssen wir das auffüllen. Beim Händler ist eine. Du Scheiße. Oben beim Gartencenter. Wo ist denn das? Auf der Karte, siehst du doch. Mach PDA auf, da siehst du die Tankstelle. Ach nee, warte mal, hier steht ja Diesel. Ach, das ist das am Hof, oder? Nee. Ach nee, das ist das. Da steht hier Diesel auf der Karte, wo ich gerade bin. Da steht Diesel. Mhm. Direkt auf die Karte geschrieben. Ja, es ist Diesbach einfach. Also der Ort heißt doch so. Und ach so. Und das Zeichen von der Abladestelle ist einfach auch zum Essen mit drauf, glaube ich. Aber ich dachte, hier steht direkt Diesel. Das da vorne. Jetzt Milch. Ah, ich war nur noch 176 Liter da drin. Also. Ja, ich habe nur noch Diesel. 73. Ja, Diesel. Schieß mich durch, das ist der Ort, mein Güter. Na, aber der heißt ja Diesbach, nicht Dieselbach. Oder? Ja. Genau. Diesbach ist der Dieselbach. Diesbach. Diesbach soll so. Genau, das ist mit Dies. Punkt abgekürzt. 84%. Ich bin voll. Ich bin leer.
89, 90, Man kommt ja auch nicht zum 91. Tanken hier, das ist ja das nächste Problem. So, ich muss erstmal tanken, das nützt nichts. Bringt ja nichts, wenn das Ding hier stehen bleibt. 100. So, wo muss ich jetzt hin? Richtung den Hühnern? Nee. Gartencenter. Weiß nicht, wo das ist, Mann. EDA auf steht Gartencenter. Da steht bei mir nirgendwo Gartencenter. Doch, bei der 1 und bei der 2. Ach, da, hinten. Über der BGA ist das. Na, normalerweise leckt mich am Arsch. Müsste mal einer mit dem Tankanhänger. Haben wir einen Tankanhänger? Haben wir nicht. Mal Diesel herbringen, mal Diesel zum Hochbringen, dass wir das mal auffüllen. Ach, ich fahr jetzt erstmal so tanken. Was kann ich herbringen? Den Anhänger, ja, kann ich klar. Den Anhänger hier schon mal abstellen. Ja, ja. Also ich bin gerade auf dem Hof und muss mal wieder sagen, hier wird ja nur gelogen und gelogen, denn das steht ja mitten auf unserem Hof, ein Dieselanhänger. Ja, der ist aber nicht voll, oder? Nö, ja, das natürlich nicht, aber er steht da. Na dann, ja, machen voll! Ja, aber das Fass am Hof ist natürlich auch 0 Liter, ne? Da bringt ja jetzt sehr viel dann. Wo steht ein Dieselanhänger auf dem Dings? So. Ihr seid noch nicht mal eine Runde rumgefahren, kann das sein? Mhm. Oh mein Gott. Wie viel Kohle haben wir denn aktuell? 173.000. Ich würde sagen, Tank leer, neuer Trecker. Hat mir nicht gerade über 200.000? Na, wir haben doch den Kredit zurückbezahlt, ne? Jupp. Ach so, stimmt, ja. Da war noch was. Aber kommen wir gleich wieder, was? War noch 42.000 drin. Schön Schrank. Schütterböen. So, warte mal, ich muss ja erstmal durchs Gelände brechen irgendwo. Müsste hier mal eine Straße kommen. Hoppala, dicke Kolli. Vor allem mitten in dem Feld ist eine Insel aus Bremen, ne? Oh. Ah, ein Haus. Zur Verschönerung. Verschönerung. So, aber wir sind erstmal für diesen Part wieder fertig. Deswegen sagen wir uns dementsprechend auch. Im nächsten wieder, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst eine positive Wertung vor, meines Däumchens. Ihr wisst Bescheid. Bis morgen dann ist nämlich schon wieder Freitag. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.